Wir müssen halt wieder Spieler bekommen, das ist halt immer so das Problem. So. Tetrix, Remastered und nehmen wir die Goatee. Ich hoffe, der Absatz steigt ein bisschen. Während des Sommers, wo eigentlich Flaute ist. So, Lee. Wir gucken mal, was für eine Erweiterung für welches Spiel wir raushauen können jetzt. Erweiterung, also ihr versteht hoffentlich. Ein Game Designer. Ein Game Designer, der seinesgleichen Gleiches sucht, ja. Alex, ich bin jetzt da. Grafikdesigner. Und nein, ich mache mich nicht über Menschen lustig, die eine Behinderung haben. Spieletester, Programmierer, Techniker. Spieletester, Techniker. Game Designer. Brudi, ab ins Büro mit dir. Du bist der Hatchster auf dem. Oh, fuck. Da hat der Alex gepennt. Wir haben die Remastered-Version nicht mehr. Abfahrt! Irgendwas, was uns noch fehlt? Die Classic-Version fehlt uns. Ja, wir machen jetzt nicht so viel, aber ein paar sollten wir nochmal aufgischt haben. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es nochmal so viel bringt. Gut, das ist durch. Die Remastered-Version, da muss man jetzt aber auch nicht unnötig viel reinbasteln. Gut. Wie sieht's denn aus? Ah, die haben das noch nicht. Das nächste wird dazu führen, dass wir das nochmal aufbessern. Also ich muss zugeben, das Spiel macht mir unfassbar viel Spaß. Wir könnten locker noch 20.000 Game Studios machen, aber wir müssen erstmal hier das verbessern, was wir haben, ne? Was? Wir können das nicht sagen. Tetrix Revolution. Nur ein paar davon. Wie können wir da so wenig von haben, Hammer? So. Ich muss mal gucken, dass überall das stimmt, ne? So. Oh Gott. Ja. Schon ein bisschen müde. Und so spät haben wir doch gar nicht. Habt ihr das entwickelt, Hammer? Weißt du, was ihr machen kann? Einfach durchentwickeln. So, das nächste, die nächste Fortsetzung. Von unserem besten Spiel, das ist World of Livecraft, Tetrix Revolution. Not Final Tactics. 14 verkaufte Spiele. Cannot Strike war nicht gut. Das könnten wir tatsächlich mal in die nächste Generation bringen. Hm? Jetzt müssen wir mal gucken, Cannot Strike 4. Diebe hat nicht gepasst. Rennsport. Oh, Filme. Cannot Strike. Okay, hier haben wir jetzt Telltales Aufbauspiel wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wollen wir Aufbau? So, war die Zielgruppe denn richtig? Ja, Kinder. 10, 30. Ah ne, Moment, erstmal hier. Oh, wir müssen das hochputschen. Die Ice Engine, dringend. Bevor wir hier irgendwas machen, Engines entwickeln. Die Ice Engine, woo! So.
Ice Engine 8 Plus. Das kann jetzt erstmal noch ein bisschen dauern. Die ist ein bisschen unhandlich gegen. Ja, die entwickeln jetzt gerade einmal querbeet durch. Goldene Schallplatte erhalten für ein Spiel, schon krass. Das ist krass, wie die durchentwickeln. Also, ne, die ganzen Kategorien jetzt finden und so. Super geil gemacht. Publisher des Jahres, Galaxis. Das werden wir gleich ändern. Das neue Cannot Strike wird so gut, da können sie mit der Ohren flackern. Ah, das Classic Black Orchestra hat nicht so viel gebracht. Ich hätte gedacht, wir würden mehr Geld machen. Aber dass wir das überhaupt gemacht haben, ist schon okay. Ja, die Game of the Year Edition ging richtig ab, wieder nochmal mit 16 Millionen. 320.000, Alter. Und Absatzmarkt steigt. Ja, das. Wir haben es einfach noch nicht geschafft, ein gutes Online-Game rauszuhauen. Aber ich würde jetzt auch erstmal Cannot Strike 6 oder 5 war das jetzt machen. Oh ja, das geht ab. So. Links aber klick, 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 klick die ganze Zeit schon. Spiel entwickeln, Fortsetzung, jetzt nochmal. Cannot Strike. Wir hatten ein Aufbauspiel gesagt, wir machen mal ein Aufbauspiel. Und machen, was hatten wir? Das passt mit Baustein. Moment, vielleicht machen wir hier Rennsport? Das ist ja jetzt hier, ne? Rennsport. Machen wir jetzt wieder ein bisschen was und wir machen hier. Oh, Baustein. Ich weiß, dass es nicht passt. So also aus dem Gefühl heraus nicht. Wir können. Oh, wir könnten mal gucken. Eine Lizenz dafür. Battle Cars. Ich habe ja irgendwas, was geil ist. The Boring Games. Slow Racer, Sri Lanka, Return to Earth. Powder Rain. Bekanntheit. Powder Rangers Dagger. Jack Bond. Abfahrt. Ah, nee, für 3 Spieler. Ach komm, Abfahrt. Jo. Ah, nee. So. Wir machen das so. Die Jack Bond Edition. Counter-Strike 4. Hatten wir hier schon alles richtig? Gut, dann müssen wir jetzt erstmal die Engine wählen, die neue. Dann nehmen wir den Percy. Irgendwas ist hier. Das wurde schon mal gut aufgenommen. Die Mac-In. Gut, wir haben eh nur 4 Konsolen. 4 Konsolen, 4. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, der neue Data Shield kommt mit rein. Yacht Shield. Okay, was haben sich die Leute denn gewünscht? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Cannot Strike. 10, 30, 10, 40, 30, 20. 10, 40, 30, 20. Gut, was haben sich die Leute denn davon gewünscht? Hätten sich bessere Atmosphäre zu. Okay. Bessere Atmosphäre. Zu sehr für Casual. War das zu sehr für Casual Gamer? Zu sehr für Casual Gamer. Und bessere Optik. Sorry, ich konnte es mir gerade nicht merken. Gameplay Priorität. Okay. Alles neu. Nö, machen wir nichts. Da macht's nichts. So, hochwertige Grafiken. Mach das mal. Mach das mal. Mach das mal.
Das wird so nice. Mit natürlich einer noch Lizenz. Das ist. Also dieses Spiel muss halt was werden jetzt. Ich wäre traurig, wenn nicht. Währenddessen kann ich hier einfach ganz gemütlich die Produktion überwachen. Ah, da sind wir schon. Die Classic-Version ist durch. Abfahrt. So, jetzt müssen wir was. Die hätten wir jetzt wieder. Wir müssen mal gucken, wie sehen die Absatzzahlen denn jetzt aus? Wie sehen die aus? Okay, gut. Black Orchestra ist durch. Also so gut wie halt. 83 Einheiten kommen. Wir nehmen Black Orchestra vom Markt. Können wir den Black Orchestra da? Können wir instant verkaufen. Das Remastered geht auch langsam raus. Das läuft natürlich so mittelmäßig noch immer. Ah, die entwickeln einfach durch hier. Aber Automatisation. Oh Gott. Mach alles durch, komm, ist mir scheißegal. Oh, also Tetris Revolution wird nachproduziert, das ist schön. Wir werden höchstwahrscheinlich auch Classic und Game of the Year langsam rausnehmen müssen. Achso, was wir machen können. Marketingkampagne für Jack Bond Edition automatisch wiederholen. Oh, ich freue mich drauf, wenn das auch eine gute Review bekommt am Ende des Tages. Entwicklungsbericht 2040, okay. Es wird ja noch alles schöner gemacht und so. Also bin da echt entspannt. Studios. Alter, guck dir das mal an. Ah, okay. Das Remastered kann raus. 31 Millionen. Ich beschwer mich nicht. Jetzt überwachen wir nur noch mit den dreien die drei Spiele. Also da kann jetzt auch mal nichts passieren. Es wird einfach immer schöner, das Spiel. Und wenn die Bugs noch raus sind, dann haben wir es geknackt. Ich überlege langsam Tetris Revolution zum... Wisst ihr was, wir machen Tetris Revolution jetzt als Free-to-Play und nehmen alles raus, außer diese Distanzen hier. Instanzen. So, und damit ist auch die Produktion hier zu Ende. Die beiden reichen ja. Das wird hoffentlich ein bisschen was einspielen an Geld nochmal. Natürlich, bitte weiterentwickeln, danke. Das muss ja wirklich ein tolles Spiel werden jetzt. Die ganzen Bugs müssen raus. Guck mal, das Classic ist jetzt auch schon durch. So. Ich nehme das auch direkt hier vom Markt. Achso. Und Tetris Revolution. Die ganzen Sachen können verkauft werden. Bald ist auch World of Warcraft draußen dann. Oh, der Hype ist hoch. Der Hype ist real. So. Wisst ihr was wir... Ah, ne, brauchen wir gar nicht. Die Goatee-Version ist raus. Jetzt haben wir keine Produktion mehr. Und ich bin gespannt. Leck mich am Arsch, das wird immer schöner. Ich finde schön, dass diese einzelnen Bilder auch immer schöner werden. Ich bin froh, dass wir das hier haben, dann kriegen wir wenigstens ein bisschen Geld. Ich hoffe, wir können auch... Ne, wir können nichts deckeln damit. Ist aber nicht so schlimm. Ist wirklich nicht so schlimm. Das hält sich echt in Grenzen. Mit 277.000... Ah, guck mal, jetzt haben wir sogar mal Plus gemacht.
hat im Moment natürlich nur 10 bis 30, aber gleich, gleich, Leute, gleich. Wenn der durch ist und die anfangen, also der hier durch ist und die anfangen zu bugfixen, dann ist vorbei, Hammer, ist vorbei. Dann wird das richtig abgehen. Und dann bauen wir von jedem noch einen Nachfolger und verscherben die. Damit wir das endlich mal ein bisschen in die Zukunft bringen jetzt, die Spiele. So, und bitte bugfixen. Alles bugfixen. Na gut, jetzt ist alles nichts mehr wert. Ja, toll. Wenn wir alles nochmal kaufen können. Ja, das bringt gut. Boah, Alter, das bringt super Geld ein. Was? Wir haben 4 Millionen aktive Spieler. Shitty. Guckt euch das mal an, Alter. Was sagt denn der Entwicklerbericht? 40 bis 60. Die sind auch bald durch, die sind auch bald durch. Die Bugs werden sowas von ausgemerzt. Ey Leute, wir brauchen noch einen größeren Server, ne? Dann flipp ich aus. Okay, jetzt sind es nur noch 90.000. Aber ihr seht das Problem, ne? Die Spielerzahlen steigen massiv an. Wir haben 5 Millionen aktive Spieler gerade. Ja, 5,3 Millionen. Upsi. Es wird immer komplizierter. Ich finde aber gut, dass sich das so verbreitet. Übrigens. Weil das gerade so gut läuft. Wir machen da einfach mal ein bisschen Hype rein. Fast 6 Millionen Spieler. Fast 6 Millionen aktive Spieler. Ha! Geil. Jetzt 6 Millionen. 80 bis 100. Alter, das wird ein Spiel. Das wird so abgehen, Hammer. Ah, 6,2. Fast. Okay, da fehlt noch was. Und ich mache ja noch Werbung dafür, ne? Also, es ist eine Goldmine, wenn der Plan aufgeht. Wenn jetzt mehr Leute kommen. Mal schauen. 108.000, ja doch. Ich glaube, ich brauche gerade wirklich eine größere Server-Tranche oder so. Das hätte ich nicht erwartet. Ich habe alles erwartet, aber das nicht. Ja. Okay, jetzt gehen Spieler auch mal. Ja, es kommen mal 6000 dazu, also es pendelt gerade glücklicherweise. Aber es ist halt auch ein solides Spiel, ne? Sehr gut. Also. Alle durch? Ne, der hier noch nicht. Jetzt ist er durch. Publisher suchen Selbstvertrauen. Was glaubt ihr denn? 55. Ich will ja ein bisschen Geld machen. Sicherlich, wenn ich ein bisschen... Komm, wir machen hier 75. Machen wir 70 und machen wir hier 100 raus. Ist okay. Gib mir aber 6 Wochen. Wir kriegen das auch in 3 hin. Juge. Entschuldigung. Machen wir 300.000. Weil das ein geiles Spiel ist. Und mach du mal bitte so 200.000. Aber zur Sicherheit. So, die kriegen das gut hin, also ich bin da echt entspannt. Okay. Das ist 64.000 Bestellungen.
Alter, was? Wir haben 76.000 neue Spieler bekommen. 122.000 neue Spieler, was? Woher kommen die denn jetzt? Dies, also... Was ist das? Das kostet nicht viel. So, Automatik. Alter Vater, ey. Hammer. Da kommt gleich noch ein Patch raus. Okay, also dieses Spiel. Abnormal. Wieder mal Platz 1. Ich versuche hier noch ein paar Spieler dazu zu gewinnen. Ich würde gerne ein Add-on basteln, aber. Okay. Spielentwickler, eine Fortsetzung. Welches Spiel ist am längsten her? 92. 92 oder 93 oder 94? Black Orchestra 5? Was? Das müssen wir doch jetzt aber auch wirklich in die neueste. In die neueste Welt bringen. Apropos neueste Welt. Wir sollten unsere Engine entwickeln. Hier. Abnormale Engine, hör mal. So. Also wir zehren wirklich hiervon. Ordentlich. Ich meine, wenn wir die 7 Millionen Spieler geknackt haben, dann ist es halt vorbei, Hammer. Wir haben fast die 1 Million schon geknackt. Also hier, das geht, also was ist fast, aber das geht so rapide hoch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir dann... Ja, guck mal, Trendsetter. Rennspiel und Rennsport. Junge. Wir haben alle ausgestochen damit. Was? Alter. Ja. Die Dings steigen ohne Ende. Ich will noch nicht entwickeln, weil ich weiß, dass es hier eine hochentwickelte Physik und so gibt. Es ist so krass, wenn das kommt. Weil das hebt nochmal die Spiele noch eins höher. Und wir können es halt ohne Probleme entwickeln. So. Ja, genau, die können schon mal die Engine entwickeln. So. Alter, ich weiß nicht, wo wir waren. Scheiß drauf. So. Machen wir mal Sachen rein. Wenn wir den Cloud-Service gleich haben, würde ich anfangen, dann richtig krass nochmal einen rauszuhauen. Gut, die 1 Million Spieler haben wir fast. 1 Million Käufe. Zehn Millionen haben wir eingespielt, kein Problem. Easy. Okay, Spiel entwickeln, Fortsetzung, Black Orchestra, Triple A. Müssen uns gar keine Sorgen mehr machen. Wir machen noch was. 6. Die Gameplay Tech 100. Haben wir denn Konsolen, die mithalten können? Die Vita könnte mithalten, oder was? Nicht mal die. Jetzt kommt Nonplus Ultra. So. Hier haben wir alles richtig gehabt. Black Orchestra 5, was haben wir? Panzer haben nicht gepasst. Achso. Für ein Denkspiel. Burge, nein. Wow. Das ist gar nicht mal so einfach. Glücksspiel. Alter. Hacken müsste aber auch eigentlich dazu gehören. Auf was achten die? 50, 10, 10, 30. Apropos, was auch nicht passte, war Rollenspiel, ne?
Was würde passen? Adventure. Adventure oder Shooter? Da machen wir mal einen Shooter draus, ne? Wo ist denn der? Third Person. Passt doch. Soli. Jetzt habe ich natürlich vergessen, wie viel es war. 50, 10, 10, 30. 50? 10, 10, 30. Super. Super, super. Super Ingo, nicht Diesel. Und jetzt entwickeln alle mit. Gameplay verbessern. An einem alten Spiel tatsächlich. Wirklich altes Spiel. Das ist fast schon 20 Jahre her gewesen. Also wir müssen mehr jetzt gucken, dass wir alte Spiele ranholen. Gut, die chillen da jetzt, was ich auch gut finde. Okay. Wir werden hoffentlich... Ah, Rennsport. Da passt natürlich kein... Ach ja, stimmt. Wir waren Trendsetter. Junge! Ah, hier, da werden neue Sachen rausgeballert ohne Ende, aber... Wenn die wüssten. Wir sind Trendsetter. Wir haben einmal wieder bewiesen, wie gut wir sein können. Und wenn wir mal 96 verlieren, ist das kein Problem, die haben wir sofort eingeholt. Bekanntes Spiel. Oh ja. Gucken wir mal. Eins. Oh. Abfahrt. Wir. Ja, Mann. Game of the Year. Game of the Year. Ja, Mann. Brudi. Und unser Absatz steigt wieder. Und auch hier, Alter, 120. Ist ja der Shitty. Wisst ihr, was wir machen? Oh Gott, die kommen ja gar nicht mehr hinterher. Leck mich am Arsch. Wir bräuchten hier so eine... Ich wollte eigentlich gerade sagen, ja komm, wir machen noch so ein Ding hin. Alter Vater. Hammer. So, du kommst Stohi. Du kommst Stohi. Du kommst Stohi. Und du kommst Stohi. Und jetzt brauchen wir neue Stühle und neue Mitarbeiter hier für den Support. Der Support kommt gar nicht mehr hinterher. Upsala. Schnapping! Ein Schnäppinger. So. 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 Ich will das mal frei, warte mal. Dann. Ich spawn Schnäppinger, danke. Soli, was haben wir denn hier? Zu viel und zu wenig gleichzeitig. Bürokraft. Haben wir denn noch Bürokräfte? Ein kleines Problem mit Bürokräften, würde ich sagen. Wo sind das? Warte, Marketing und Support. Marketing und Support. Und ich würde jetzt tatsächlich noch eins machen für Support, aber diesmal um mehr mit den Leuten zu kommunizieren, damit wir bekannter werden. Also das wäre jetzt so das Nächste, dass wir unsere Leute an Mann bringen. Dass wir mit den anderen kommunizieren. Also Werbung machen, eigene Veranstaltungen machen und sowas, ne? Das ist gar nicht mal so unwichtig. So. So, Medizinschränke. Abfahrt, Mülleimer. Kann ich hier. Weil die machen dann eben nicht diesen Kundensupport. Haben die eigentlich schon den Fanshop nachgepatcht? Nein, leider nicht. Aber den Kundensupport und dann machst du halt die ganze Zeit eigene Messen. Aber wenn da keiner arbeitet, dann wird das auch nichts. Übrigens, an die Themen. Ja. Achso, Moment, den Grafiker hier. Den Hayopoi können wir hier einstellen. Während das Spiel halt einfach weiterentwickelt wird wie sonst was. Na, guck mal hier, die ersten haben das Spiel schon mit reingebracht. Musik.
Thank you.